So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder zurück. Bin jetzt gerade durch die Dicta-Höhle rumgepömpelt, wo mich nach allen 2-3 Metern ein Dicta begrüßt hat. Bin jetzt Gott sei Dank durch den Kram hier durch und jetzt werden hier erstmal ein paar Items gesammelt. Yeah! Weil die bringen ja auch wieder gut Geld, ne? Hi, ich bin froh, dich zu sehen. Ja, warum? Du kennst mich doch gar nicht. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht. Okay. Ich bin überglücklich. Das hier ist für dich. Ja, super. Ich habe aber nicht schon genug Geld. Das passt. Das ist ein Nugget. Ich kann dir keine weisen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. Ja, gut. Wobei, ich habe jetzt über 100.000 Poké-Dollar. Also, von daher... genug Geld kann man ja nie haben, ne? So. Alles klar, dann machen wir hier mit Schmackes runter. In die Butze rein. Hi! Bist du Dennis? Nee, ich bin Walter von Pömpel City, ne? Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Professor Eichs Labor ist gleich hier in Alabastia. Ja, ich bin aber noch nicht in Alabastia. Du Klötenheinz, also mach mal keinen Scheiß hier. So. Einmal ein Elixier, sehr schön. Gut, dann passen wir auf. Wie wir das jetzt machen? Wir driven mal ganz kurz hier unten in Vertania City rein, fahren aber auch gleich wieder die Route zurück, weil hier steht Route 2, genau. Vertania City, Maneria City. So, ach, das sind sogar ein Trainer. Ist doch schön. Meine Käfer-Pokémon sind C. Wieso sind sie nicht so, leicht zu schneiden wie ein Filetsteak oder was? Du wirst verlieren. Klar, versuch's. Ich freue mich. Aber sowas von. Ja, Käfer-Sonder-Götz. Klar. Ja, ach, Level 32, das ist so stark, dass ich mit Geld da gar nicht gegen ankomme. Das, ich kann mir den Kampf eigentlich sparen. Ach komm, aber gerade mal dabei sind. Ist ja eigentlich nichts Besonderes, ne? Und komischerweise ist das erste Pokémon von dem Götzolino da besiegt. So, ha, und Geld kriegt gleich Level up. So. Hey, und da kommt unser Holly. Hallo, Holly. So, wunderbar. Und das gibt ein Level Up für den guten Gate. Dankeschön, Dankeschön. Kein Applaus. Nehmen wir alles mit. So. Ich wurde vermöbelt. Nee, Möbel kriegst du nicht. Ist nicht, ne? Da bin ich gegen. So, was du? Was bist du? Warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Weil, Grund und so? Käfersammler Bert. Das ist ein Ariados. Okay, bei so einem ekligen Vieh würde ich auch sagen, nee, bleib mir lieber weg. Weil hier so Spinnen und so, das ist, ne. Das ist nicht so ganz meine Welt, sag ich ganz ehrlich. Ich habe eine Spinnenphobie. Also, keine Ahnung, wie man das so direkt nennt, aber ich mag diese Viecher nicht. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Und da mache ich auch keinen großen Hehl von. Aber naja. Sinnlos. Ja. Kannst du nichts machen, ne? So, und jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo eigentlich vorher mal der Vertania-Wald war. Aber irgendwie haben sie den jetzt hier in der goldenen Edition ein bisschen umgebaut. Ich habe einen Belieber gefunden, das ist toll. Ja, also in solchen Ecken sind meistens an diesen Steinen so ein paar Items versteckt, aber leider auch nicht immer. So, ist hier irgendwas? Yep, ein Top-Ether oder
wie man das Ding auch immer nennt, ist scheißegal. So. Und ein Top-Trank, ja, finde ich toll. Aber diese Beere, da, die nehmen wir nicht mit. Das möchte ich nicht. So. Ach, da wartet auch noch ein Heinz auf uns. Wenn du mit Shorts im hohen Gras läufst, bekommst du dann einen Schramm an deinen Beinen? Ich laufe Gott sei Dank nie in Shorts rum. Also ich habe immer Jeans an. Also wird das nie passieren. Also fragen anderen. Käfersammler Alan. Ey Alan, hast du Murat mit? Ich möchte Döner. So. Naja, komm, hier vergeht. Ist das ja eigentlich auf einer Arschbacke abgesessen? Wunderbar. So. Und was kommt jetzt? Noch ein Bibo. Ja, ja, immer her. Da freuen wir uns drüber. So. Gut, dann wären wir nämlich auf dieser Route, also auf Route 2, auch durch. So. Mensch, da kann ich sogar noch den nächsten Arena-Leiter, also hier, Typsi, mit einbauen. In diesem Part. Das ist ja wunderbar. Es sei denn, in der Arena tauchen wieder so ein paar Spasten auf, die mich aufhalten wollen. Die dann sagen, nee, du darfst nicht gegen den Arena-Leiter kämpfen, bevor du nicht gegen uns gekämpft hast. Dann würde ich sagen, könnte schwierig werden. So. Au, aua, aua. Ja. Geschlagen habe ich dich noch nicht, aber es kommt noch. Wart mal ab. Willkommen in Mamoria City. Ja, Mahlzeit. Nacht spielen Pipis beim Mondberg. Aber nicht jede Nacht. Ja, die wollen auch mal frei haben. Jeder hat einen, also mindestens einen freien Tag in der Woche verdient. Ne? Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So. Ach, unser guter Rivale taucht jetzt auch bald mal wieder auf. Das ist ja unglaublich. So. Dann, Alter, ich kann ihn besprechen. What the fuck? Oh, mal gucken hier. Pokémon Arena von Mamoria City. Leitung Rocco, der felsenharte Pokémon Trainer, der öfters mal in Schwester Joy und Officer Rocky verknallt ist. Eigentlich nur. Es ist halt sein Hobby. So, dann, wir kommen, setzen wir mal Garo nach vorne. Der darf da mal den Start machen. Also, Dings. Hey, ein Champ in Spiel. Na, nicht du schon wieder. Das ist cool. Kämpfst du gegen die Arena-Leiter in Kanto? Sie sind stark und ambitioniert wie die Arena-Leiter in Johto. Steht da was? Pokémon Arena. Ja, das ist toll. Ha! Ein einziger Trainer, ja komm, das ist ja... Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gesteins-Pokémon ein. Gesteins-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du dafür breit? Ja, breit bin ich immer. Ja. Man sollte bloß mal bedenken, Walter, okay. Da, nein. Dass zwar Gesteins-Pokémon hohe Verteidigung haben, die sind aber sehr anfällig gegenüber Wasser und Pflanzen. Und das ist, ne? Da würde ich ein bisschen aufpassen. Also nur ein bisschen. Also, ich meine nur. So, siehst du? Ja, ja, ja. So. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Ja, mit einem besiegten Pokémon schaffst du das nicht. So wie das schon mal gesagt. Ja, komm, labern wir gleich noch Rocco zu. Dann haben wir den ja auch fertig. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ja, ich bin Rocky, Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City, also hier Mamoria, ne? Ich habe meine Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten psychischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Hallo's. Aber mal gucken, ne? So. Oh, fünf Punkte. Ja, okay.
Aber ja, passt schon, ne? So, dann, ja, hier, Kaskade. Müsste eigentlich passen. Ha! Boom, Baby! Sehr schön. Und was kommt als zweites? Ein Amoroso. Amoroso? Ah ja, gut. Ich glaube, das müsste Wasser und Gestein in 1 sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Bevor ich da jetzt auch was falsch mache. Na, wir haben ja Olli. Ja, einmal Rasierblatt und gut ist. Schön. Und zieht sogar alles ab. Finde ich toll. So, als drittes. Ein Kabutops. Gut, lass ich nochmal Olli eben drin. Ich hätte jetzt nicht hier mit diesen, Dings-Pokémon hier gerechnet, die man aus den, Fossilien bekommt. Könnte aber sein, dass, Rocco die von dem, Museum geschenkt gekriegt hat. Wenn ich das jetzt mal so in Betracht ziehe. So, jetzt kommt ein Rihorn. Gut, da können wir jetzt mal wieder auf den guten Garo wechseln. Dann kriegt er nämlich auch noch ein bisschen Erfahrung. So. Achso, ja. Entschuldigung, ich bin hier gerade nebenbei noch so ein bisschen dabei, hier zu lesen, was jetzt am Mondberg dann noch passiert. Aber das schafft man in dem Part sowieso nicht mehr. So. Jawohl, Garo kriegt nochmal schön EP. Und als letztes kommt Trommelwirbel. Nur nichts. Ja. So, Level 4. Ja, das ist ja kein Problem, ne? So, wunderbar. Und Rocco ist besiegt. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Das bedeutet Krieg. Nein, Quatsch. Du bist stärker, als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Ja, das hab ich auch hergekommen, du Penner. Gib den Orden her und gut ist. So. Danke, Dennis. Ja, bitte, Rocco. Bitte, Titte. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Fate-Orden wird deine Pokémon noch stärker machen. Finde ich toll. So. Ha, wunderbar. Haben wir ja jetzt wieder viel geschafft in dieser Aufnahmesession. Das ist wunderbar. So, was sagten die Olle eigentlich? Warst du schon in der Pokémon-Arena von Mamoy? Da komm ich gerade her. Der Leiter... ja, bitte was? Der Leiter dort verwendet Gesteins-Pokémon. Ja, das... sorry, da habe ich schon Erfahrung mitgemacht. Also, ne? Da sag ich nichts mehr zu. So. Aber hier kurz die Pokémon aufladen. Komm, in den Mondberg ist auch schon euer Rivale am Ort. Er setzt dasselbe Team wie beim letzten Mal ein, aber jedes seiner Pokémon hat mehr als Level 40 erreicht. Eure Pokémon sollten wenigstens genauso stark sein. Ja. Ja, das kriegen wir hin. So, auf der Route, da warten auch noch so ein paar vereinzelte Typsies auf uns. Also auch nicht so ganz das Wahre und Besondere daran. Gut. Wir haben jetzt 14 Minuten um. Moment, wo ist der erste Trainer? Ach, da oben. Ha! Sehr schön. Aber ich denke mal, eine Folge werde ich jetzt dann noch dran setzen und dann reicht es erstmal wieder für heute. Gut Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, bleibe ich mit meiner Albekattenart und sage tschö mit Öl und bis zum nächsten Mal. Ciao!